Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Mal wieder ein neues Modpack, und zwar gibt es hier das Feed the Beast Modpack Continuum, was von Feed the Beast an sich als sehr schwer bezeichnet wird. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn es ein schweres Modpack ist, dann wird es natürlich auch mal gespielt. Ja, großartig zum Modpack kann ich jetzt persönlich nichts sagen. Ich habe es zwar schon mal im Singleplayer, gespielt, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ich muss jetzt hier erstmal noch ganz kurz ein bisschen was einstellen. So, natürlich Standard bei mir 15. Controls. Raw Excavate haben wir ja hier nicht drauf, beziehungsweise nur als Erweiterung für Tinkers. Ja, ich werde das Modpack aber nicht alleine spielen. Es werden mit mir zusammen, wie immer, der Darko spielen. Auch der CO2 ist hier dabei. Und noch ein weiterer Mitspieler, der Palle. Ich weiß, dass ich und Darko zusammen in einem Team spielen werden, da das Modpack alleine wirklich sehr schwer ist. CO2 wird alleine machen. Ob der Palle mit jemandem im Team spielen möchte oder ob er alleine machen möchte, das bleibt ganz ihm überlassen. Ihr habt es gesehen, 100 Spieler passen auf den Server. Ich kann natürlich auch 1000 einstellen, 10.000, wie auch immer. Ob das der Server dann schafft, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es können noch Leute mitspielen. Ich sag's mal so, es können noch Leute mitspielen. Natürlich nur Leute, die sich an die Regeln halten. Und, ach stimmt, das war ja ganz bescheiden hier. Leute, die sich an die Regeln halten, versteht sich von allein. Leute, die ja Lust haben an dem Modpack, die mit anderen Leuten zusammen spielen können, da wir uns gegenseitig immer unterstützen werden. Egal, ob es geht oder nicht. Und ja, also mitspielen kann hier wirklich fast jeder. Und die Betonung liegt auf fast. Ja, toll. Jetzt kommt natürlich hier das Viechzeug an. Ich hoffe, die kommen hier nicht hoch. Und die kommen da hoch. Das ist scheiße. Hier kommen sie nicht hoch. Ne. Ja, das ist natürlich unser Startpunkt. Er ist bescheiden schön. Aber man kann hier sehr viel machen. Es gibt natürlich auch ein wunderschönes Questbuch. Wie man sieht, es sind sehr viele Quests. Die Rezepte sind bescheiden schön umgearbeitet, sag ich mal so. Und ich kann euch ja gleich mal eins der Rezepte zeigen. Das hier nun nicht gerade. Zum Beispiel hier einfach nur der Enchantment Table. Obsidian and Powered Diamond von aktuellen Editions. Oder ein Steinschwert. Kannst du so einfach nicht craften. Du brauchst den EFAB dazu. Du brauchst ein Upgrade dazu. Und du brauchst Flint dazu. Bei Dias ist es eigentlich das gleiche. Wird im EFAB gemacht. Da brauchst du aber eine Gearbox und ein Upgrade. Was haben wir denn noch? Lasst mal gucken. Block of Enderperlen, das bleibt gleich. Basic Coil bleibt auch gleich. Autobreaker, nein. Hier gab es doch noch so eine Maschine. Diese Bzzn, den Brutzler. Hier ist er. Ist weitestgehend gleich geblieben. Palim, palim. Ender.io ist hier nicht drauf. Dafür ist Tinkers drauf.
Und diverse andere Mods. Mods. Hier Beanies extra ist drauf. Das gehört auch noch dazu. Chisel ist wie immer drauf. Beanies Genetics. Was ist das hier? Das ist alles Chisel. Das ist auch Chisel und Bits. Hier ist Dark Utilities drauf. Ob das Rezept gleich ist, weiß ich nicht. Das habe ich nie hergestellt. Das hier genauso wenig. Hier Schalker Perlen. Perlenblock Dingsbums. Der müsste gleich geblieben sein. Der hier auch. Und die Upgrades hier auch. Was haben wir denn noch drauf? Forestry ist drauf. Das gehört alles zu Forestry. Was ist das? Gain Dustry ist drauf. Hier unten Immersive Engineering. Hier kann ich es euch zum Beispiel zeigen. Wasserrad ist gleich geblieben. Aber so ein schönes Windrad, ja, ist auch gleich geblieben. Allerdings an das Traded Wood kommt man nicht mehr so einfach. Das wird auch im EFAB gemacht. Natürlich braucht man das passende Öl dazu und eine Gearbox. Die Erze sind, ja, es gibt gut Erze unter der Erde, aber wie soll ich sagen, in der Tinkerschmelze, sie werden nicht verdoppelt. Dazu braucht man dann von Immersive den Crusher. Ja, Natura ist hier drauf, Pams. Man muss sich natürlich unterschiedlich ernähren. Was war das hier? Projekt E ist drauf. Quark. RF Tools. Redstone Arsenal. Steve's Cards Mod. Storage Drawers drauf. Tech Reborn. Also es sind sehr viele Mods, wie man sieht. Thermal Expansions. Thermal Foundations. Tinkers Construct. Das ist alles Tinkers, das weiß ich. Wireless Redstone CBE. Travers. Was? Carrier Bees? Das sagt mir gerade überhaupt nichts. Es sind sehr viele Sachen hier drauf und die Rezepte sind wirklich alle sehr erschwert umgebaut. Und ja, es wird nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Deswegen haben Darko und ich gesagt, wir machen das zusammen, das Pack. Und werden uns überraschen lassen, ob wir das überhaupt jemals durchspielen oder ob es uns schaffen wird und wir irgendwann sagen, ne, wir hören auf. Oder ob wir es wirklich bis zum Ende durchziehen. Jetzt könnte aber mal so langsam wieder Tag werden. Ich möchte ungern die ganze Zeit hier vor Mobs abhauen. Das kommt erst einmal dahin. Ihr seht, es ist wieder die erste Folge. Die wird wie gehabt immer alleine aufgenommen. Damit ich ein bisschen was erklären kann zu dem Modpack. Wer mitspielt und. Und ich brauche. Oh yeah, hier haben wir doch schon was. Und ja, das brauchen wir zum Anfang natürlich einen Überschuss. Ich möchte jetzt auch nicht zum Anfang hier die komplette Welt verunstalten, weil ich nach dem Zeug suche. So, dann bauen wir das hier nochmal ab. Daraus machen wir direkt den Tinkerstisch. Und Eva, wir fangen einfach mal an. Wir brauchen Holz und ein Lock. Und davon haben wir gar nichts. Das, ja, no, Holz wird hier natürlich auch in Überschuss gebraucht zum Anfang. 3, 4, 5, das müssten 6 oder 7 Locks sein. Bei 7 wäre ich happy. Ja.
das Biom an sich, ihr seht, wir hatten da ein Stück Wüste da hinten. Hier ist ein reines Bergbiom. Und ja, 6, 7, ich brauche noch eins. Shit. Holen wir uns den Baum noch. Ja, für das Modpack an sich macht es sich wirklich leichter, wenn man sich in einen Berg reinbaut. Den kann man immer wieder ausbauen. Auf der Overworld bauen ist vielleicht nicht so praktisch. Erstens wegen den Mobs. Okay, man kann ausleuchten. Aber man kriegt zum Beispiel auch keine 4 Sticks aus 2 Holzplanks. Man kriegt nur 2 raues. Fackeln bleibt gleich, dass man 4 Stück rauskriegt. Und ja, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, ne? Denn das hier hatten wir auf jeden Fall. Oh, 16 Stück. Ja gut. Dann müssen wir uns da noch welche holen. Das hier ist im Übrigen der E-Farbtisch. Hier seht ihr, man kriegt nur 2 Sticks raus. Und wir werden uns mal ganz kurz eine Axt. Error, da sieht man schon, es fehlt uns ein Upgrade. Ja gut. Strings habe ich jetzt keine. Holzlocks habe ich nicht, das habe ich nicht. Also ihr seht, es wird nicht einfach werden, ne? Jetzt muss ich erstmal auf die schnelle Strings suchen. Das Holzwerkzeug ist ja schnell gemacht. Ja. Also ich und Darko wissen schon, wir werden uns in den Berg reinbauen. Der Berg wird dann natürlich auch oben schön angepasst für die Immersive Windräder, die Wasserräder. Keine Ahnung, ob wir die in den Berg bauen. Auf dem Berg, wie auch immer, das ja, wird sich dann alles zeigen. Allzu viel möchte ich hier auch nicht wirklich schon vorne wegnehmen. Das sollte eigentlich schon ein Infovideo sein, aber ich muss mir jetzt gerade erstmal wirklich ein Schwert oder sowas craften. Wo war denn hier diese komische... Da hinten, ne? Diese komische Pflanze, und da gibt es auch noch mal Strings. Mann, warum muss das so weit weg sein? Villager-Dörfer sind vorhanden. Eine Regel besagt, nicht in Dungeons oder Villager-Dörfern niederlassen. Hat den Grund, weil es dann sehr easy werden würde. Und das möchte ich vermeiden, ne? Dass man sich in vorgebauten, vorgegebenen Häusern, Dungeons niederlässt. Und Villager Trade ist natürlich komplett von vornherein erlaubt, weil man Emeralds schon zum Anfang braucht. Und wo ist jetzt die Pflanze hin? Da. Villager braucht man zum Anfang. Nee, das war sie gar nicht. Lol. Wo war ich stehen geblieben? Achso, Villager wird man zum Anfang brauchen wegen Traden. Man braucht Emeralds, man braucht wirklich Dias für die ersten Sachen schon. Und ja, deswegen Villager Tame ist erlaubt. Der Nether öffnen ist instant erlaubt, weil der wird auch von Anfang an gebraucht. Und ja, wer mitspielen möchte, einfach auf den Discord kommen. Link wie immer in der Videobeschreibung. Whitelisten lassen. So, wir wollen nicht alles wegnehmen. Die anderen wollen bestimmt auch noch was. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, wir gucken jetzt mal, ob wir hier endlich mal ein paar Strings finden. Hier haben wir schon 2 Stück. Genau das, was wir brauchen. Sehr schön. Hier gibt es nochmal Reis. Grundnahrungsmittel. Hier haben wir noch ein paar Loks, die werden wir uns jetzt schnell snacken. Ja.
So, ja. Das. Wir brauchen halt einmal alles. Ein Schwert, eine Hoe, eine Schaufel, eine Axt und eine Spitzhacke. Kriegt man hin. Flint haben wir auch. Und was brauchen wir noch? Nix weiter. Holzloks, Hammer. Schwimme ich jetzt durchs Wasser? Ja, scheiß drauf. Da drüben hat man noch mal Dings für Strings, toll. Baumwolle, so heißt das ja. Ich weiß noch nicht, ob ich hier einen Death Counter einbaue. Das ist ja jetzt nur das Infovideo, was ein Stückchen vor der Veröffentlichung der eigentlichen ersten Folge kommen soll. Das könnt ihr mir jetzt gerne noch in, ja, die Kommentare schreiben. Ob ihr wollt, dass ich einen Death Counter einbaue oder nicht. Ich persönlich wäre dafür, weil, ja, gehört sich halt so. Ich brauche noch mehr Holz. Habe ich mich doch verrechnet. Ja, weil es wird vorkommen, dass das ein oder andere Mal jemand stirbt. Bestimmt. PvP ist an. Allerdings, wie gesagt, wir werden uns hier gegenseitig unterstützen und nicht beklauen oder abschlachten oder weiß der Geier was alles machen. Wir werden uns aber auch nicht direkt nebeneinander aufbauen. Wir werden uns da, ja, gut 50 bis 100 Blöcke, denke ich mal, weit entfernt aufbauen. So, das kann ich komplett clean machen. Ich habe ein Schwert, mir fehlt noch eine Hoe. Und eine Schaufel. So. Jetzt nochmal zwei Sticks. Und dann fangen wir halt direkt einfach mal an. Wir brauchen das Upgrade. Dazu brauchen wir das da. Hammer. Gab es mal wieder neues Büchlein. Alles andere haben wir auch. So, und starten. Da haben wir das Upgrade. Und jetzt können wir hier einmal direkt auf Flint gehen. Beziehungsweise auf Stein. Brot ganz kurz, Reis, das und das. Blöcke kommen hier unten hin. Pflanzengedöns kommt alles da hoch. Ja, ich wollte mir jetzt eigentlich noch eine Axt oder eine Picke bauen, um das hier wegzumachen. Eine Picke kann ich mir zwar aus Stein bauen. Aber ob ich damit den EFAB wegkriege, ist die andere Frage. Das habe ich noch nicht getestet. Beziehungsweise aus Holz. Oh ja, das geht. Dann machen wir die hier gleich broke. So. Dann haben wir schon alles. Dann verpiesel ich mich wieder hoch auf den Spawnpunkt. Wenn ich hochkomme. So. Irgendwo hier oben war es ja. Und da würde ich sagen, das war's mit der Infofolge, wenn man das Infofolge nennen kann. Und in der nächsten Folge sind dann Daku, CO2 und Palle dabei, je nachdem, wie sie Zeit haben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.